Achtung, Achtung, hier spricht Ihr Kapitän. Und zwar der Davis Cup Kapitän. Der beehrt uns heute wieder im Studio. Ich freue mich sehr darüber. Stefan Kubek ist bei uns. Servus. Hallo, servus. Ich freue mich auch. Ja, Gott sei Dank. Warum der schelmische Grinser dazu? Ich hoffe, die Freude ist ernst gemeint. Ja, ist immer lustig hier. Also, Gott sei Dank. Wir haben es immer interessant. Ich finde auch, ja. Und du verstehst es auch, für Furore zu sorgen, wie unser letztes Interview gezeigt hat. Mal schauen, ob ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ob du dich heute in ähnliche Hochform manövrieren wirst. Du wirst wahnsinnig überrascht sein, dass ich dich auf einen gewissen Dominic Thiem ansprechen mag. Seines Zeichens frisch gebackener US Open-Sieger. Wie hat denn der Davis Cup-Kapitän gefeiert? Bist du ausgeschlafen? Jetzt bin ich schon ausgeschlafen. Ist ja dann doch schon ein Stückchen her. Aber ja, es war einfach ein Wahnsinn. Also ist eh, glaube ich, genug drüber geredet worden. Aber dieses Drama, was da geliefert wurde bei dem Finale, war einfach einzigartig. Und ja, also, obwohl ich mir zwischendurch Wecker stellen habe müssen, weil ich am Wochenende auch im Auto unterwegs war, so 1400 Kilometer, Samstag und Sonntag, war ich dann doch recht müde und habe dann nach dem zweiten Satz angefangen, Wecker zu stellen, dass ich ja nicht verschlafe. Und das war ein guter Plan. Sehr professionell allerdings. Und indirekt ist Stefan Kubek während der US Open ja auch zum Thema geworden. Und zwar deswegen, weil Novak Djokovic durch einen Ausraster sich selbst aus dem Turnier gebuchst hat oder fuchsiert hat. Und das hat wiederum an einen Stefan Kubek in den Nullerjahren erinnert. Was fällt dir denn ein zu diesem Thema? Habe ich auch schon geschafft, ja, weiter. Ja, na, was fällt mir ein? Also das war bitter natürlich, also es war eine Partie auf einem Außencourt in Paris und ja, es ist nicht so gelaufen und ich war nicht so glücklich über die Performance von mir und dementsprechend sind die Emotionen ein bisschen hochgegangen. Jetzt hat davor schon das ein oder andere Warning gegeben, weil ich mich halt nicht zurückhalten habe können und dann schaust du eh so streichelweich aus. Ja, ich bin ich auch normal, immer so. Wenn man richtig kitzelt, dann kommt das auch einmal raus. Und ja, und dann blöderweise wollte ich meinen Schläger zur Bank hinwerfen, der ist leider Gottes vorne aufgekommen über die Bank und hat dort einen Ballbuben gestreift, sage ich jetzt einmal, also wirklich, aber ich habe ihn berührt, ähnlich wie ein Djokovic bin ich hingegangen, habe mich entschuldigt, nur halt, dass noch weniger passiert ist, aber ich habe gewusst, wie ich den getroffen habe, das war's, weil das ist einfach in der Regel drinnen, dass wenn du jemanden anderen gefährdest, dann bist raus. Und ja, bevor der Oberschiedsrichter noch kommen ist, habe ich eigentlich schon einpackt gehabt und nur gewartet drauf und innerlich zwar gehofft, vielleicht kann ich den Schläger wieder auspacken, aber also du hast nicht diskutiert, passiert. Im Unterschied zu Djokovic, der es ja auch sehr sportlich letztlich dann genommen hat, aber schon versucht hat, ein bisschen zu intervenieren. Ja, diskutieren tut man natürlich. Also man redet drüber und das entschuldigt sich, weil es ja deppert ist, wenn man sowas macht. Aber ja, am Ende des Tages war die Hoffnung stirbt zuletzt. Man hofft bis zur Aussprache der Disqualifikation natürlich, dass noch weitergeht, aber dem war nicht so und ja, tschüss Paris. Stefan Kubek ist ja auch noch prädestiniert, über ein anderes momentan, leider Gottes muss man sagen, recht aktuelles Thema in Tennis Österreich zu plaudern. Und zwar über den Rechtsstreit, der jetzt nach dem US Open-Sieg von Dominic Thiem bekannt geworden ist, zwischen eben dem Thiem und Günter Bresnik, seinem ehemaligen Coach. Günter Bresnik, ein alter Bekannter von Stefan Kubek, ich weiß nicht, interpretiere jetzt ein leicht gequältes Lächeln hinein, ich weiß nicht. Was fällt dir ganz grundsätzlich zu dieser Causa Thiem gegen Bresnik ein? Ja gut, ich habe die Gerüchte schon vorher gehört, dann bei dem Interview im Hangar ist das natürlich über den Wolfgang rausgekommen, dass er ihm gesagt hat, eben, dass der Günther sie klagt. Und ja, also ich hatte vorher schon meine Probleme mit dem Günther, also ich bin der Meinung, er ist ein sehr guter Coach und alles. Ich wurde menschlich sehr enttäuscht, deswegen hat es den Bruch gegeben und da gibt es auch so gut wie keinen Kontakt mehr. Mhm. Welchen Anteil hat Bresnik dann trotzdem am Lauf oder am Erfolg von Dominic Thiem? Die Frage wird jetzt auch immer wieder gestellt und auch sehr kontrovers diskutiert. Ja gut, das darf man nicht runterspielen. Der Günther hat ihn mit 9 Jahren bekommen und aufgebaut, hat eine beidhändige Rückhand gegen eine einhändige austauscht quasi oder umgelernt und. Er hat ihn wirklich durch eine harte Schule gehen lassen. Ich bin mir sicher, dass nicht alles richtig war, aber ich bin mir auch sicher, dass er sehr viel dazu beigetragen hat, aber er hat es halt irgendwann einmal, so wie er ist, übertrieben in ein paar Themen und in ein paar Richtungen, sage ich jetzt einmal, und dementsprechend wahrscheinlich... Du weißt da mehr offenbar. Ich weiß, was bei mir passiert ist und der Günther hat mich 18 Jahre gecoacht und war wie ein Ersatzvater und ich weiß dann, was danach passiert ist, will aber auch nicht näher darauf eingehen, aber dadurch wurde das, ja, gebrochen,
für mich. Und das wurde, ich habe es ihm auch gesagt, also es war nicht so, dass er es nicht weiß. Also wir sind einmal stundenlang zusammengesessen und ich habe ihm das auch gesagt und habe gesagt, für mich hat es sich erledigt, weil das bin ich nicht und das mache ich nicht. Okay, dann müssen wir fairerweise jetzt eine Gegenstellungnahme von Preznik einmal einholen, mal schauen, wie er die Situation beurteilt. Lassen wir das Thema einmal ruhen, kehren wir zurück zu Dominik Thiem, der ja jetzt am Karrierehöhepunkt, am vorläufigen zumindest, angekommen ist. Und trotzdem gibt es in der Raunzer-Nation Österreich sofort einige, die sagen, naja, das hat er ja nur gewonnen, weil die Big Three letztlich dann niemand dabei waren. Lässt du das Argument gelten, Stefan? Nein, er hat dann keinen Slam gewonnen und hat den Pokal in die Höhe gestemmt und uns ein unfassbares Drama geboten. Und ein Grand Slam-Titel ist ein Grand Slam-Titel. Und wenn es die anderen nicht schaffen, dann schaffen sie es nicht. Ganz einfach, der Joker war dort, hat sich selbst daraus manövriert, sage ich jetzt einmal. Und die anderen zwei haben im Vorhinein schon abgesagt, er hat jetzt auch gleich wieder die Chance in Paris, sage ich jetzt einmal, wo dann zwei davon wieder dabei sind. Aber das ist blöde Rederei in meinen Augen und man kann immer irgendwas Negatives finden. Ich bin der Meinung, das ist so positiv, da kann man eigentlich nur positiv drüber reden. Also das tut den ganzen Tennissport in Österreich gut, das tut den Dominik gut, das tut ja dem Verband gut. Es ist einfach eine geile Sache, wenn ein Österreicher nach 20 Jahren wieder einen Grand Slam gewinnt und es wird nicht der letzte sein. Hoffentlich. Wir nehmen dich da sehr gerne beim Wort. Die nächste Chance gibt es ja, wie gesagt, schon jetzt oder nächste Woche beginnend bei den French Open und dort dabei ein Novak Djokovic, der dorthin wiederum als frisch gebackener Rom-Sieger kommt. Während hingegen der vermeintliche oder doch tatsächliche Top-Favorit Rafael Nadal relativ früh, ich glaube im Viertelfinale, ausgeschieden ist in Rom. Das lässt, Stefan, welche Rückschlüsse auf die French Open zu? Das interessant wird, sage ich jetzt einmal. Also Joker hat natürlich einige Partien jetzt in den Beinen, ist natürlich topfit und haltet noch zwei Wochen auch aus, auch wenn es um über fünf Sätze geht, wobei der ja nicht so oft normalerweise fünf Sätze spielt. Ein Nadal, das ist sein Wohnzimmer dort, also da braucht man gar nicht drüber diskutieren, das ist sein Turnier, das ist das, was er gewinnen möchte und aber immer gewinnen kann. Aber wann wird denn der einmal alt, der Nadal? Wann wird denn der einmal gemütlich? Ja, schon langsam, also schon langsam kommt er eh in die Jahre, aber er ist fit genug und solange der trainiert und am Platz geht, kann der gewinnen, also das ist einer der Großen, sage ich jetzt einmal, aber sie müssen sich alle anschnallen. Es gibt die Jungen, die kommen nach, natürlich der Dominik als allererster, der hat eine Riesenlast von den Schultern, er hat einen Grand Slam-Titel. Das reicht natürlich nicht, aber das ist so, man hat es ja im Finale gesehen, es ist eine Last, weil er hat bei Weitem nicht sein Tennis am Platz gebracht. Aber er hat selbst auch zugegeben. Genau, und vor allem nicht am Anfang. Aber die Art und Weise, wie er dann sich reingefightet hat und die Partie gedreht hat, zeigt er schon einmal allein den Willen von ihm und dass er daran glaubt. Und diese Last, diesen ersten Grand Slam-Titel zu machen, die ist jetzt einmal weg. Das heißt, er kann ganz anders aufspielen, er braucht dem nicht mehr hinterherlaufen. Natürlich will er Paris gewinnen. Und ich sage jetzt einmal ganz einfach, nach Nadal ist er der Nächste. Er hat das in den letzten Jahren gezeigt. Er sollte es sein. Es gibt so viele gute Tennisspieler da draußen, die das auch sich holen können. Man weiß nie, was passiert. Am Ende des Tages sind die drei auf der Liste für mich wieder drauf, wie für so viele andere, die das Turnier gewinnen werden. Und das wird sich herausstellen in den zwei Wochen. Thiem bekommt ja gleich mit einem veritablen Brocken zu tun in Runde 1, nämlich mit Cilic. Den kennt er von den US Open. Was darf er sich, was darf sich Tennis Österreich von dieser Erstrundenpartie erwarten? Ich glaube, das ist schon mal eine sehr schwere Partie für den Dominik. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, Cilic spielt sicherlich besser auf Hardcore als auf Sand. Dominik spielt auf Sand unfassbar und auf Hardcore mittlerweile sehr, sehr gut. Also der ist ja eh ein Allrounder geworden, aber der fühlt sich auf Sand sicherlich um einiges wohler als ein Cilic. Trotzdem muss man da immer aufpassen, weil der Cilic ein richtig guter Tennisspieler ist. Für die erste Runde ist sehr toughes Los. Trotzdem glaube ich, dass der Dominik ready sein wird. Und ich hoffe, er hat die Spannung und kommt gut ins Turnier rein, weil er ist ein Spieler, der ein bisschen Rhythmus braucht. Und wenn er jetzt gleich so einen Brocken hat, muss er sich anschnallen. Nichtsdestotrotz tippe ich natürlich auf den Dominik. Selbstverständlich. Aber es wird ist schon einmal sehr schwer. Ich hätte immer eingeladen, wenn du etwas anderes getippt hast. Es ist immer noch wahrscheinlich eine bessere erste Runde als ein Dennis Novak, der gegen einen Zverev kommt. Ja, der. Das ist eine richtig zache Partie. Das wäre natürlich die nächste Frage. Wie kann man einen Zverev überhaupt knacken? Also wie kann man als Dennis Novak einen Zverev überhaupt knacken? Ja, auch der Dennis Novak kann richtig gut Tennis spielen. Der hat echt hohes Potenzial.
und kann solche Leute schlagen. Aber er muss es bei einem Turnier mal hinbringen. Er wird voraussichtlich auf einem größeren Platz spielen. Das wird ihm taugen. Also zumindest von Ding her, Zuschauer sind eh keine da. Glaube ich zumindest. Oder ich glaube, ist ja wieder alles. Willst du selbst eigentlich in Paris sein? Nein. Darf ja keiner hin. Ja, die Auserwählten womöglich. Nee, schauen wir das gemütlich im Fernsehen an, so wie auch US Open. Und also der hat schon das Spiel, dass er ihn schlagen kann, weil er reingehen kann und Druck machen kann. Auf der anderen Seite an Zverev zu schlagen, da gehört eine außerordentliche Leistung dazu. Und man hat auch gesehen, wenn es eng wird, der kann zittern, aber es ist halt kein Finale, es ist eine erste Runde. Und ja, möglich ist alles im Tennis, aber es ist eine super schwere Aufgabe für den Tennis. Und dann darf man nicht vergessen, haben wir ja noch zwei Jungs in der Quali, die in der letzten Quali-Runde sind. Da können wir die Daumen drücken, dass die vielleicht auch den Sprung in den Hauptbewerb schaffen. Wäre natürlich genial. Werden wir jedenfalls machen. Rafael Nadal, der Name ist auch schon ein, zweimal gefallen jetzt im Laufe unseres Gesprächs. Und er hat gerade heute, jetzt vor ein paar Stunden, noch einmal österreichische Brisanz erfahren, weil er nämlich mit einem Start in Wien in Verbindung gebracht wird. Jetzt muss man dazu sagen, das ist nicht das erste Mal, aber laut Turnierdirektor Herwig Stracker, also erste Bankdirektor Herwig Stracker, stehen die Chancen so gut wie nie, dass Nadal heuer tatsächlich nach Wien kommt. Erstens, was glaubst du, wie realistisch das ist? Zweitens, was würde es das für Wien und für den Tennisstandort Österreich bedeuten, käme Nadal tatsächlich? Ich glaube, das wäre unglaublich wichtig, sage ich jetzt einmal, und interessant natürlich fürs Turnier. Dass die Chancen hoch sind, hätte ich mir fast gedacht, weil der Herwig ja mit ihm immer wieder im Gespräch war und versucht hat, ihn zu holen. Und ja, Wien ist ein Riesenturnier. Es gibt nicht so viel heuer zum Spielen. Und warum soll er da nicht kommen? Das ist um die Ecke. Also Palma Wien hat man gleich einmal erledigt. Und ja, also ich hoffe, dass die Gespräche so gut weitergehen, wie ein Herwig es erzählt, und dass wir letztendlich dann den Rafa in Wien sehen. Was hast du denn deinem Kumpel Roger Federer vom Wien-Turnier erzählt? Ist der nicht interessiert, einmal nach Wien zu gehen? Der hatte heuer schon abgesagt, das ganze Jahr 2020. Und der Roger ist einer, wenn er sowas macht, dann macht er das auch. Also da gibt es dann normalerweise keine Ausnahmen. Der hat einen genauen Plan, wie er sich vorbereiten wird, was er machen möchte. Habe jetzt schon lange keinen Kontakt gehabt mit ihm, muss ich auch dazu sagen. Aber so kenne ich ihn, und da wird es nichts zum Rütteln geben, nehme ich jetzt mal an. Und er wird einfach sich wirklich für 21 vorbereiten, schauen, dass er körperlich topfit ist. Aber das nimmst du schon als gegeben, dass er dann wieder zurückkehrt, nicht, dass das jetzt schon sein schleichender Abschied ist? Nein, da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass er wieder zurückkommt. Das ist ein perfektes Jahr für ihn. Wenig Turniere, Punkte verliert er keine, hat seine OPs hinter sich und kann sich wirklich lange körperlich vor allem auf das Ganze vorbereiten. Spielerisch ist er ein Spieler, der, auch wenn er ein halbes Jahr weg ist, einfach zurückkommt und seine Leistung bringt und vielleicht ein oder zwei Turniere braucht, dass er reinkommt, aber das ist ein Genie. Das ist der Spieler in meinen Augen überhaupt, und ja, also ich bin mir persönlich ganz sicher, dass er zurückkommt. Ist er auch noch einmal reif für einen ganz großen Coup, also für einen Grand-Slam-Sieg? Also ich habe vor vielen Jahren mit ihm geredet, und da haben wir grundsätzlich das geredet, wie es so ausschaut, und da hat er schon gemeint, also solange der Körper sagt, es geht, will er, und solange er am Platz geht, weiß er auch, dass er gewinnen kann. Also er ist ein ganz, ein großer. Er ist für sein Alter unglaublich fit. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das macht. Also er ist mittlerweile 39 und ist da ganz vorne, also unfassbar, wie das geht. Und ja, er wird es auch nächstes Jahr wieder zeigen, dass er große Turniere gewinnen kann. Also Tausender, hundertprozentig, Grand Slam wird natürlich immer zacher, aber dem traue ich alles zu. Und da freuen wir uns natürlich alle auf die Rückkehr des Maestros. Und ich mag jetzt noch einmal zurückkehren zu Novak Djokovic, der ja rund um die US Open auch für Aufsehen gesorgt hat oder zusätzlich für Aufsehen gesorgt hat, indem er eine eigene Interessensvertretung gegründet hat, und zwar abseits von der ATP oder zusätzlich zur ATP. Mit dem Argument, den Spielern würde innerhalb der ATP zu wenig Gehör verschafft. Deswegen also diese eigene Gruppierung oder die eigene Partie rund um Novak Djokovic, die, wie fast alles an Djokovic, recht kontroversiell diskutiert wurde. Wie hast du denn diese Gründung dieser Interessensvertretung aufgefasst? Hier haben wir das nur am Rande angeschaut, ehrlich gesagt. Solche Themen hat es immer wieder gegeben. Also auch in meiner Karriere hat es immer wieder Meetings gegeben, wo wir gesagt haben, wir machen gemeinsam und tun irgendwas. Es ist dann letztendlich nie so wirklich was passiert. Es ist zwar sehr viel darüber gesprochen worden, sehr oft geht es ums Geld.
muss man auch dazu sagen. Ist das Argument für dich nachvollziehbar? Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber deine Karriere ist jetzt schon ein bisschen her, aber hast du das Gefühl gehabt, die werden nicht ernst genommen innerhalb der ATP oder die Anliegen werden nicht gut vertreten? Ich weiß nicht, wie das genau abläuft. Also ich weiß, dass es ein Board gibt und da wird diskutiert und jeder hat seinen Part zum Bringen. Es sind Wirtschaftsleute drinnen, es ist dann zum Riesengeschäft geworden, das Tennis aber eh schon immer. Auf der einen Seite darf man nicht vergessen, dass die Preisgelder enorm nach oben gegangen sind, was eine super Sache ist für die Spieler. Das haben wir damals schon gefordert, weil wenn man Top 100 Tennisspieler auf der Welt ist, sollte man gut verdienen, meiner Meinung nach, weil das ist in jedem anderen Beruf, wenn man 100 Bester in der Welt ist, geht es einem sehr, sehr gut. Das ist im Tennissport nicht der Fall gewesen. Mittlerweile ist es nach oben gegangen und ist schon viel besser. Und es hört sich zwar dann hin und wieder blöd an, wenn jemand für die erste Runde sehr viel Geld bekommt, aber dorthin zu kommen, bedeutet einen unglaublichen Aufwand. Man muss sehr viel Geld investieren und es schaffen halt auch nur 100 in die Top 100, weil mehr Platz ist dort nicht. Und das vergessen die Leute wieder und man ist Einzelunternehmer. Das heißt, Reisen, Hotels etc., Trainer muss man alles selber zahlen. Also ist ein enormer Aufwand, was ein Tennisspieler auch hat. Dementsprechend sollte er auch dementsprechend viel Geld verdienen, dass er sich dann, wenn er mal, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre Top 100 ist, danach vielleicht auch mal ein bisschen zurücklehnen kann und sich orientieren kann, weil nach der Karriere kommt eine neue Karriere und das ist nicht immer einfach für einen Sportler. Wärst du heute gern noch einmal Spieler? Ich hätte am liebsten durchgespielt die ganze Zeit. Also ich war auf der einen Seite froh, wie es dann vorbei ist, aber wenn es dann einmal ein paar Jahre weg ist, also jedes Mal, wenn ich Grand Slam schaue oder beim Davis Cup dabei bin, würde ich am liebsten wieder anfangen zum Trainieren und wieder mitspielen. Geht mit 43 halt einfach nicht mehr. Nichtsdestotrotz spiele ich zwischendurch ein bisschen Liga und mache mir so ein bisschen Spaß. Und ja, aber es ist ein geiler Sport, hat mir viel gegeben. War zwischendurch ein bisschen faul, muss ich gestehen, aber am Ende des Tages, ein großes Dankeschön an das Ganze, weil das ist ja, man erfährt so viel. Das glaube ich gerne. Das wäre jetzt fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich muss, nachdem ich jetzt fast 20 Minuten lang den Tennisexperten Stefan Kubek gequält habe, am Abschluss noch einmal den Davis Cup Kapitän Stefan Kubek zu Wort kommen lassen. Was treibt der denn nämlich explizit in der Funktion? Zumal ja, das wissen wir eh, Corona jetzt nicht unbedingt das Paradies für Planungssicherheit ist. Was kannst du denn überhaupt planen momentan als Davis Cup Kapitän? Ja, nichts eigentlich. Also, Frage beantwortet, Dankeschön. Gehen wir wieder, komm. Nein, also es ist so, dass du nicht viel machen kannst. Also es ist einfach verschoben auf November 21. Das heißt, da haben wir noch über ein Jahr Zeit, dass wir überhaupt dort sind. Wir wissen alle nicht, was passiert in den nächsten Monaten, in den nächsten halben Jahr. Egal, ob es im Tennis ist, mit Covid oder was auch immer, steht ja alles in den Sternen. Das heißt, letztendlich kann man nicht viel machen. Also man kann nur hoffen, dass der Tennissport weitergeht, dass die Spieler spielen können und vor allem wohin trainieren können, sprich jetzt einmal Turniere und so weiter. Und ich hoffe, dass das Thema Covid 2021 irgendwann einmal erledigt ist und wir nicht zur neuen Normalität, zu einer Tournormalität kommen. Das wäre echt ein Traum. Und das betrifft dich ja als Papa auch, die Covid-Situation. Ja, das kannst du laut sagen, ja. Ich rechne mit einigen, es ist das erste Schuljahr, das heißt, keine Ahnung, was da kommt, aber ich bin ja nicht der einzige Papa in Österreich oder Elternteil, sind wir ja genug und keiner weiß genau, was in den nächsten Wochen, Monaten passieren wird. Schnallen wir uns an und warten ab. Allerdings, das waren spannende Wochen, auch sportlich, wenn es eben jetzt dann losgeht mit den French Open. Die Abschlussfrage, Stefan Kubek, wer gewinnen wird? Ja, ich würde es den Dominik so gönnen, aber zwei hintereinander ist echt tough. Das wäre eine Marke. Nichtsdestotrotz, also ich will gar nicht auf einen anderen setzen. Also ich setze am Dominik, auch wenn er nicht der absolute Favorit ist, meiner Meinung, aber er ist ganz vorne. Schon und der absolute Favorit ist Nadal? Irgendwie schon. Und der Joker ist auch stark drauf. Aber ich will trotzdem, dass der Dominik gewinnt, deswegen ist meine Karte am Dominik. Wir nageln dich da gerne fest. Dein Wort in des Tennisgottes Ohr. Danke für deinen Besuch, gerne. Danke fürs Zuschauen und falls es irgendwas hilft, bitte fest die Daumen drücken für Dominik Thiem und natürlich auch für Dennis Novak. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Wiederschauen.